Sie können auf KD Online Spende innerhalb Ihrer Projektseite eine Auswahl an vordefinierten Spendenbeträgen einfügen. Somit kann der Spender ohne Betragseingabe bequem und schnell eine Spende tätigen. Dieser Erklärfilm soll Sie hierbei unterstützen. Über den Menüpunkt Widget Generator gelangen Sie in den Einstellungsbereich für die Hinterlegung Ihrer individuellen Spendenbeträge. Wählen Sie hier über das Eurozeichen den Punkt Beträge editieren. Legen Sie über die Funktion Neu den von Ihnen gewünschten Spendenbetrag an. Speichern Sie diesen über die Funktion Speichern und Schließen. Sie können diesen Vorgang so oft wiederholen, bis alle benötigten Spendenbeträge angelegt sind. Damit Sie die Betragsvorgaben nun den gewünschten Projektseiten zuweisen können, benötigen Sie noch ein sogenanntes Set. Zur Anlage dieses Sets wählen Sie innerhalb des Widget-Generators den Punkt Sets editieren. Legen Sie hier über die Funktion Neu ein Set an. Geben Sie dem Set eine sprechende Bezeichnung, damit bei Verwendung von mehreren Sets eine spätere Zuordnung leichter fällt. Im Bereich Beträge können Sie nun die von Ihnen zuvor angelegten Vorgaben hinterlegen und bei Bedarf noch sortieren. Speichern Sie am Ende der Seite das angelegte Set. Zum Schluss müssen wir das soeben erstellte Set noch unserem Projekt zuweisen. Öffnen Sie Ihr Projekt und klicken dort auf Widget Generator Set aktivieren. Wählen Sie nun das von Ihnen zuvor angelegte Set aus. Speichern Sie am Ende der Seite die Änderungen. Wird nun Ihre Projektseite aufgerufen, erscheinen die von Ihnen vorgegebenen Spendenbeträge neben dem Betragsfeld Ihrer Projektseite und können vom Spender ausgewählt werden. Sollten Sie Fragen zum Spendenportal haben, sprechen Sie uns gerne an.